Ja, heute erstmal noch mal ein paar Grundtechniken, bevor wir mit Massivbau weitermachen. Und zwar wird es um das Gruppieren von Elementen gehen. Das heißt, wie können wir im Prinzip Gruppen von Elementen bilden, mit denen dann weiterarbeiten in Revit oder sie auch aus dem Projekt herausschreiben. Und dann wollen wir uns im Anschluss mit mehr oder weniger horizontalen Massivbauteilen beschäftigen. Das heißt Sohlen, Geschossdecken und Dächer. So, dann fangen wir mal direkt an mit Reihen. Also Reihen kennt ihr sicherlich auch aus anderen Programmen. Reihen helfen uns, Dinge schneller zu machen, als wenn wir Dinge manuell kopieren. Das Besondere beim Reihen in Revit ist, dass ich sogenannte assoziative Reihen erzeugen kann. Das heißt, ich kann später noch festlegen, wie viele Teile in meiner Reihe eigentlich drin sind. Das heißt, wenn ich einmal so eine Reihung erstellt habe, ist die Anzahl im Prinzip hinterher beliebig. Das lässt sich dann entsprechend einstellen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Reihungen in Revit. Das eine sind lineare Reihungen und das andere sind radiale Reihungen. Sieht man auch schon hier oben diese zwei Icons in der Optionsleiste. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich brauche natürlich erstmal irgendwas, was ich reihen kann, deswegen male ich mir hier einfach mal schnell ein paar Stücke Wand. Und vielleicht noch mit einem oder zwei Fenstern drin. So, also gesetzt den Fall, man möchte irgendwie so ein kleines Erkerparadies bauen wie dieses hier, dann hilft einem der Reihbefehl natürlich sehr, weil man muss dann nur einen Erker bauen und reiht das dann entsprechend. Das geht wie folgt. Ich wähle die Elemente aus und habe dann hier im Ändern-Menü diesen Befehl. Das ist der Reihbefehl, lässt sich auch relativ leicht merken, der Shortcut. AR steht für Array. Und bevor ich dann anfange zu reihen, mache ich das, was ich immer in Revit mache, bevor ich irgendwas tue. Ich schaue, was in der Optionsleiste an Möglichkeiten mir geboten werden. Grundsätzlich steht die Reihe standardmäßig auf linear. Das heißt, das ist auch das, was wir in diesem Fall möchten. Wenn wir irgendwie das Ganze radial machen wollen, wählen wir hier entsprechend den radialen Modus. So, und dann gibt es zwei Arten, Reihen zu erzeugen. Einmal diese assoziativen Reihen, von denen ich gerade geredet habe. Das heißt, ich kann im Nachhinein noch die Anzahl der Elemente beeinflussen. Oder eben, ich will einfach nur schnell 5 Elemente kopieren, aber weiß auch, dass ich hinterher daran nichts mehr machen muss. Dann würde ich diesen Haken hier wegnehmen. Also das stellt im Prinzip den Unterschied zwischen einer assoziativen Reihung und einer nicht assoziativen Reihung dar. Wir machen das erstmal so, wie es hier steht. Ich kann hier schon die Anzahl der Elemente bestimmen und ich kann sagen, wie die Reihe an sich funktionieren soll. Das heißt, soll die Reihung der Elemente darüber bestimmt sein, dass ich den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Element festlege oder zwischen dem ersten und dem letzten Element. Erstes und letztes Element ist schön, wenn ich irgendwie eine bestimmte Anzahl an Elementen über eine gewisse Distanz aufteilen möchte. In diesem Fall, weil wir eigentlich dieses Element immer hintereinander schalten wollen, macht es Sinn, die Reihe hier über die Distanz zwischen erstem und zweitem Element zu steuern. Von der Vorgehensweise her ist es dann so, ich definiere einen Startpunkt für die Reihung und ich definiere dann, wo soll das zweite Element sitzen, also beispielsweise hier. Und dann habe ich meine Reihe. Und ihr seht hier schon, hier an der Stelle öffnet sich so ein kleines Fensterchen, wo ich mit einer Zahl reingehen kann. Ich kann jetzt einfach diese Zahl beispielsweise auf 5 setzen und erhalte dann dementsprechend 5 Elemente.
Genauso, wenn ich später irgendeins dieser gereihten Elemente auswähle, komme ich auch dann wieder hier über dieses Steuerungssymbol oder über diese Zahl, die der Reihe oder die an der Reihe steht, auch wieder dazu, die Anzahl der Elemente nochmal zu verändern. Wünsche ich das nicht, und es gibt gute Gründe, das nicht zu machen, weil das kostet alles Rechenzeit, wenn ich solche assoziativen Reihungen benutze. Möchte ich das nicht, dann kann ich das natürlich auch anders machen. Ich mache mir jetzt hier mal eine etwas einfachere Geschichte. Wähle das aus, gehe wieder auf den Befehl Reihe und sage, ich weiß, ich will sowieso nur 4 Stück davon und das kann dann auch hinterher so bleiben, wie es ist. Entferne das Gruppieren und Zuordnen und kann dann beispielsweise hier über die Eingabe eines Maßes steuern, in welchem Abstand die Elemente platziert werden. Also es ist ein einfacher Mehrfach-Kopieren-Befehl jetzt im Prinzip, weil ihr seht, sobald ich hier irgendwas anklicke, das hat einen völlig anderen Effekt als hier bei der assoziativen Reihe, wo ich nachträglich eben noch die Anzahl der Elemente steuern kann. Das heißt, einfach wissen vorher, was möchte ich hinterher vielleicht noch damit anstellen und dementsprechend dann den richtigen Modus für diesen Befehl verwenden. Ich kopiere mir das hier gerade nochmal, um auch nochmal den anderen Aufteilmechanismus zu zeigen. Wenn ich jetzt also hier nochmal das Werkzeug Reihe verwende, das assoziative Reihen wieder aktiviere, dann nehme ich mir vielleicht mal 6 Elemente und ich wähle dann einen anderen Aufteilungsmodus von, und zwar verschieben nach letzte. Das bedeutet, dass quasi der Abstand zwischen erstem und letztem Element bestimmt, wo alle anderen Elemente in der Reihe untergebracht sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Raum von 15 Meter füllen, gleichmäßig mit so und so vielen Elementen, dann wäre das die Vorgehensweise. Das Schöne an diesen assoziativen Reihen ist übrigens auch, dass ich sie jederzeit noch bearbeiten kann, nicht nur hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder in der Reihe, sondern ich kann mir jetzt beispielsweise auch hier dieses letzte Element, was quasi die Form der Reihe bestimmt, schnappen und dieses einfach irgendwo anders hin kopieren und das sorgt dann dafür, dass die Elemente entsprechend sich neu reihen. Das kann ich natürlich hier bei diesen Dingern auch wieder nicht machen. So, warum geht das? Das geht einfach, weil diese Elemente hier gruppiert werden und diesen Gruppen quasi das Attribut mitgegeben wird, dass sie in einer gemeinsamen Reihung sich befinden. So, und das heißt auch, dass wenn diese Elemente gruppiert sind, dass ich diese Gruppen bearbeiten kann. Und damit kommen wir dann eigentlich gleich zum nächsten Punkt.